geschlossen. Hm, tatsächlich. Was soll ich damit? Ich habe doch ein eigenes Messer. Ja, aber das ist pickrig. Die Köchin wird wohl nichts dagegen haben. Natürlich. Einmal kann ich nicht mitnehmen, aber ein Topf. Ich brauche auch bestimmt irgendwas. Aber egal. Das kann ich nicht nehmen. Das stimmt. Wieso wusste ich, dass du das versuchen würdest? Jetzt geht. Ja, jetzt musst du mir nur noch sagen, wie ich das anstellen soll. In dem Regal befinden sich allerlei verschiedene Gewürze. Das ist auch richtig. Sagen Sie mal, wissen Sie vielleicht, wo der Schlüssel zum Arbeitszimmer geblieben ist? Da müssen Sie schon Wilkins fragen, Sir. Oder warten Sie. Soweit ich weiß, hat seine Lordschaft einen Ersatzschlüssel in der Bibliothek aufbewahrt. Fragen Sie mich aber nicht, wo dort. Toll, too obvious. Madam? Sagen Sie einfach Elizabeth zu mir. Madam klingt so förmlich. Gut, Elizabeth. Ich schau mal in der Bibliothek, ob ich den Ersatzschlüssel dort finden kann. Machen Sie das, Sir. Können Sie mir sagen, was unten im Keller hinter der verschlossenen Eisentür ist? Dahinter sind die alten Kellergewölbe des Schlosses, Sir. Gehen Sie da bloß nicht hinein, Sir. Vor Jahren ist dort alles eingestürzt und seine Lordschaft ließ daraufhin das Gewölbe zur Sicherheit sperren. Aha. Und warum ist es eingestürzt? Von sowas habe ich keine Ahnung, Sir. Ich war ja nie da unten. Vermutlich ist es einfach schon zu alt und marode. Oh, das hat andere Gründe. Bis dann, Sir. Tja, na dann. Wer sagt denn da, dass Reden nicht hilft? Der Inspektor möchte im Augenblick nicht gestört. Ja, aber ich muss doch da... Boah. Das Bild zeigt ein Kind mit einem Lamm. Kein Taubenei? Na, ich komme später wieder. Eingangshalle? Sicher. Hallo? Geht doch. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, da steht ja der Butler. Wie ist Lord Everton eigentlich gestorben? Seine Lordschaft ist laut Aussage von Dr. Ward an einem Herzinfarkt gestorben. Wer hat den toten Lord gefunden? Das war ich, Sir. Halten Sie es auch für einen Herzinfarkt, Sir? Ich möchte wissen, ob Sie glauben, dass Dr. Ward mit seiner Feststellung, es handle sich um einen Tod durch Herzinfarkt, recht hatte. Ich bin kein Arzt, Sir. Allerdings gehe ich davon aus, dass Dr. Ward als Arzt wohl schon weiß, wovon er spricht.
Natürlich. Vermutlich haben Sie recht. Danke, Wilkins. Kennen Sie den Anwalt, Mr. Wellington? Flüchtig, Sir, flüchtig. Er war das ein oder andere Mal mit Mr. Pendergast zu Besuch hier. Was halten Sie von ihm? Er scheint ein gewissenhafter Anwalt zu sein, Sir. Und sonst wissen Sie nichts über ihn? Nein, Sir. Sonst kann ich Ihnen nichts über ihn sagen. Danke, Sir. Bitte, Sir. Oh, das ist noch ein Totsmann. Na Mensch. Ach, da waren wir ja noch schon mal. Naja. Ach, die Audrey. Wohl kaum. Ne? Na super. Bis später, Miss Everton. Auf Wiedersehen, Mr. Ice. Ein Teleskop. Wunderbares Stück Handarbeit. Von hier aus kann ich den Leuchtturm sehen. Schön. Im Kamin prasselt ein gemütliches Feuer. Verschlossen. You don't say. Audrey! Verschlossen. Audrey! Ja, Mutter. Wo bist du denn schon wieder? Meine Güte. Ach, halt, Moment. Können wir die Katze ärgern? Oh, ha, Idee. Nur soweit es geht. So funktioniert das leider nicht. Ach. Das scheint der Sicherungskasten für das Haus zu sein. Offensichtlich fehlt eine Sicherung. Nein, was für ein Zufall. Gerade hier haben wir eine Sicherung. Ja, wie? Und nun? Nun sind wieder alle Sicherungen vorhanden. Na Mensch. So funktioniert das leider nicht. So funktioniert das leider nicht. Wenn du mir sagst, wie ich das machen soll? Hätte ja sein können. So funktioniert das leider nicht. Noch. Wie niedlich. Ein Schaukelpferd. Ja, mehr nicht. Haben wir wieder alle Sicherungen und das bringt mir genau was? Wenn du mir sagst, wie ich das machen soll? Das ist nicht möglich. Wenn du mir sagst, wie ich das machen soll? Lass mich raten. Regen? Richtig! Ah. Trotzdem tot. Na super. Die Leitung scheint tot zu sein. So, bitte lass mich da jetzt rein. Der Inspektor möchte im Augenblick nicht gestorben. Wow. Sicher. Und am siebten Tage erschuf ich Himmel und Erde. Ach, das ist doof.
Leider habe ich diese Fähigkeit nicht. Nicht mit einer Tür reden ist nicht so... Das kann ich nicht nehmen. Oh, ach, das ist ja cool, dann schaut. Okay. Das ist nicht möglich. Ach was. Das ist nicht möglich. Ein Kräutergarten. Hier scheint die Köchin ein paar Kräuter angepflanzt zu haben. Wieso wusste ich, dass du das versuchen wirst? Ach ja, die war ja verschlossen. Verschlossen. Kann ich denn irgendwas mit dem Ofen machen? Ja, jetzt musst du mir nur noch sagen, wie ich das anstellen soll. Ein Eimer Sand reinschütten. Wenn du was mir sagst, sonst? Wie ich das machen soll? Holzscheit. Das ist nicht möglich. Ein Stück Kohle? Wenn du mir sagst, wie ich das machen soll? Mann, oh Mann, oh Mann. Der wird für die Heizung gebraucht. Das stimmt. Ach Junge, mach's mir doch nicht so schwierig. Ach, was soll's. Eine Sicherung weniger kann wohl nicht schaden. Wie, ich kann noch eine rausnehmen? Was? Der Vogel scheint den Schnabel gern in den Wind zu halten. Könnte ich vielleicht... Jetzt habe ich einen Kochtopf mit Mais. Schön. Ich habe noch keine Ahnung, wozu ich das gebrauchen kann, aber ich habe da eine Idee. Das ist nicht möglich. Ach, schade. Kein Popcorn, noch Mensch. So funktioniert das leider nicht. Oder vielleicht hier? In den Speiseaufzug? So funktioniert das leider nicht. Ach, schade. Können wir es wieder Köchchen geben? So funktioniert das leider nicht. Ach, verdammt. Vielleicht mit Streichhölzern Verbindung? Das ist nicht möglich. Ach, schade. Oder ich pack's unten in den Ofen. Ach, das ist zu doof. Ach, vielleicht krieg ich da den... Wenn du mir sagst, wie ich das machen soll? Gut.
Yes! Dann wollen wir mal ein kleines Feuer veranstalten. Juhu, Popcorn! Alle 100.000 heulenden Höllenhunde! Ja, da hat er wohl fluchtartig. Also ich habe ja den also noch nie so schnell rennen sehen. Unglaublich. Der Wahnsinn. Kommt man kaum hinterher. Was haben wir denn hier? Ah, eine gute Whiskyflasche. Sicher, in meiner Tasche ist bestimmt noch Platz. Was denn? Du hast einen Kochtopf mitgenommen. Wieso wusste ich, dass du das versuchen würdest? Wenigstens das Glas. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Oh, eine Seekarte. Cool. Das kann ich nicht nehmen. Wieso wusste ich, dass du das versuchen würdest? Gardinen passen irgendwie gar nicht zu dem alten Seebären da draußen. Das stimmt. Ah, Kommode. Die Schubladen sind abgeschlossen. Natürlich. So funktioniert das leider nicht. Ja, jetzt musst du mir nur noch sagen, wie ich das anstellen soll. Hätte ja sein können. Ja, jetzt musst du mir nur noch sagen, wie ich das anstellen soll. Ein ziemlich abgewetzter alter Teppich. Doch, was will ich denn dann hier drin? Man kann von hier aus den ganzen Platz überblicken. Super. Das Bild zeigt eine mittelalterliche Seeschlacht. Scheint eine alte Seekarte zu sein. Damit kenne ich mich nicht aus. Der Kamin. Das ist richtig. Na super, jetzt bin ich hier und es bringt mir überhaupt nichts. Doll. Das Bild zeigt eine alte Hansekogge. Bestimmt nicht nehmen. Hast du mal daran gerochen? Mit seinen verbogenen Eisenstäben wirkt das Tor irgendwie bedrohlich. Oder kaputt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Alles, was Sie tun, hat überhaupt gar keine Wirkung. Was ist das denn für ein Adventure? Oder bin ich aber nur zu dämlich? Thank you.
Ein alter Brunnen. Hier wurde früher wohl das Wasser geschöpft. Das ist richtig. Sicher, in meiner Tasche ist bestimmt noch Platz. So, kann ich jetzt da rein? Der Inspektor möchte im Augenblick nicht gestört werden. Ja. Egal. Ich würde sagen, für heute machen wir erstmal einen kleinen Cut. Ich hoffe, euch hat erstmal dieser kleine Rundblick und die kleine Erkundungstour durch The Second Guest gefallen. Ich werde mir noch ein paar Ideen zurechtlegen, was ich mit dem ganzen Inventar anfangen soll, von dem ich nicht weiß, wozu ich es brauche und was ich da getan habe, weil ich diese ganzen Wege in diesem Spiel total unlogisch finde, aber man soll ja auch nicht direkt mit der Nase auf das Rätsel der Lösung gestoßen werden, von daher... Na Mensch, daneben nicht!